wurde mit Schwächentag markiert. Tag aufgehoben. Schaut genauer hin. Okay, das ist eine Agentin. Wo ist denn der andere mit dem Tag? Rennt der rum? Ist mir jetzt egal. Rennt ihr halt rum. Wenn ihr so blöd seid. Yo. Sehr gut, jetzt kann man den dann da auch bauen. Juhu, gelungen. Verstecken. Oh, ist nur noch einer übrig. Können wir da nicht irgendwie da noch welche von hinbringen? Macht's nicht besser. Egal, ich hoffe, dass hier nicht so viele drauf gehen, weil sonst müssen wir, da echt noch viele wieder ausbilden. Ist gerade ein bisschen bitter, aber okay, gut, dann ist das halt so, dann, ne? Ja, reden wir nicht drüber. Da haben wir zumindest jetzt mittlerweile auch alle hier. Das heißt, wir sind eigentlich ganz, ganz vollzählig. Wisst ihr, was ich einfach mache? Wir gehen hier nochmal 5 runter. Achtung, Eindringling. Und 5 hier nochmal hoch. Oh. Ach, hier. Achso, nee. Das ist ja hier Marvin De Luca. Macht etwas Wichtiges. Der Herr Marvin De Luca, der setzt sich jetzt sicher an diesen Konferenztisch. Sehr schön. Aufgabe abgeschlossen. Oh ja. Der wartet hier jetzt und wir gucken mal, wie es hier läuft. Da sind auf jeden Fall schon welche draufgegangen. Einer davon. Wir warten mal ab, bis das hier auf jeden Fall fertig ist. Hoffen, dass es nicht scheitert. Ich lasse mal diesen Korridor bauen. Der Bau des Raums geht weiter. Damit die einen kürzeren Weg hier zum Hotel haben. Ah, das hier ist natürlich ganz, ganz blöd, ne? Boah. Also das müssen wir irgendwie ändern. Das Hotel hier unten finde ich jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Dadurch, dass wir gerade so viele Kammerdiener weggeschickt haben. Ich meine, ich bilde jetzt zwar nochmal 5 aus, aber trotzdem. Noch eine Minute. Ich pack die mal hier raus und darüber. Das ist natürlich auch geil jetzt. Oh, verdammt. Komm schon. Wie lange brauchst du noch? 30 Sekunden. Oh Gott. Das ist natürlich das Beschissenste, was einem passieren kann. Aber es ist klar, wenn man so viel Wut kriegt. Nach dem Ding sind wir außerdem 20. Es wird gespeichert. Das ist sehr gut, dass es jetzt nochmal gespeichert hat. Komm schon. Komm schon. Los. Los. Gleich. 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 Weg hier. Hier hätte ich die nochmal gerne. Und da 2. Sehr gut. Der Rest darf nach Hause gehen. Er darf nach Hause gehen. Können wir eigentlich da sowas so klauen? So. Ziemlich harmlos. Wir sind nicht mehr ganz harmlos. Wir sind jetzt nur noch ziemlich harmlos. Also, wir sind noch nicht gefährlich auf jeden Fall. Die Welt kann ein gefährlicher Ort für ihre Bediensteten sein. Wenn sie einen feindlichen Agenten in einer Region entdecken, können sie den Verstecken-Button benutzen.
Wenn Sie über genügend bemannte Bedienungstafeln verfügen, können Sie sich die Gerechtigkeitsplatzierung in einer Region anzeigen lassen. Dieser Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu lenken. Versteckte Bedienstete können weder Verschwörungen planen noch auf Beutezüge gehen oder sich an infamen Aktionen beteiligen. Sie können aber auch nicht eliminiert werden. Bedienstete kommen nach ein paar Minuten wieder aus ihren Verstecken oder wenn sie den Auftrag zur Verschwörung oder Plünderung geben. Über Handlanger, die während einer Mission auf der Weltkarte angegriffen werden, müssen Sie sich keine allzu großen Gedanken machen. Sie finden von selbst einen Unterschlupf und kehren später zu Ihrer Insel zurück. Ja, weil für manche Sachen muss man auch seine Henchmen manchmal losschicken. Einfach weil die Typen so schwer zu kriegen sind. Super, der Mr. De Luca, der müsste jetzt eigentlich dann mal demnächst bei uns... Nee, den Luca haben wir ja schon, den anderen. Wie heißt er denn? Warum bringt das denn eigentlich niemand weg? Boah, der Typ lässt sich aber auch Zeit, ne? Boah, Alter. Bringt ihre Toten fort. Ja, dann mach mal schneller. Der Tote macht mir mein Geschäft kaputt. Ja, der sieht das jetzt. Ach, es ist doch... Überprüft die Tür und dreht hoffentlich dann wieder um und sieht das nicht. Aha. Er überprüft eine Tür. Du kannst auch so durch die Tür gehen. Das ist ein verdammtes Hotel. Ja, scheint nicht so zu laufen. Moment kommt man gerade einfach so in meine Basis hier unten. Das ist natürlich super. Welche Hochsicherheitstür wurde durchbrochen? Wahrscheinlich hat er das gesagt, weil der Typ jetzt da ist, oder wie? Macht etwas Wichtiges. Arman Krishnan. Hm. Die Augenbrauen sind geil, oder? Sexy. Okay. Das heißt... Der macht jetzt was Wichtiges, indem er sich wieder an den, also auch zu uns an den Konferenztisch gesellt. Das finde ich schon mal sehr gut. Ob er sich neben den sitzt? Nicht direkt. Sehr gut. Sie unterhalten sich aber auf jeden Fall. Machen was Wichtiges. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ah, das war doch so klar. Eliminieren Tag angeordnet. Tag aufgehoben. Shit. Das war, ich möchte sagen, nicht so klug. Eindringling wurde mit Eliminieren Tag markiert. Nein, nicht noch mehr. Sagt die das? Überwachungsnetzwerk erfasst. Ach so, deswegen wahrscheinlich, ne? Oh. Oh. Schwächentag angeordnet. Man kann es ja mal versuchen, vielleicht, ja, der kümmert sich drum. Übervorteilt ihre Feinde, Alter, wie die rumkreischen. Ja, es wäre schön, wenn ich da... Da ist die Tür. Der holt die erst? Schneller! Welchen Raum? Diesen Raum. Ist mir klar. Das muss so. Das muss blockiert werden. Wo kam die Leiche denn her? Na gut. Hier sind gerade sehr viele Leute. Warum? Man weiß es nicht. Könnten wir eigentlich das hier klauen? Nein. Wir haben keine Techniker. Egal. Brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Los, schneller mit der Tür. Ob du da wohl weggehst, da wird jetzt gleich eine Tür gebaut.
Lupp. Sehr gut. Probiere das Fallensystem, was ich aus dem Vorhin mal gesagt hatte, hier jetzt mal aus. Mach mal hier eine Windmaschine hin. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Mit denen. Und, ich denke mal da. Das könnte ganz gut sein, ja. Da so ein Ding hin. Sollten sie daran vorbeikommen. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Mach ich das mal noch so. So. Das und das. Das so. Und das hier löst das aus. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Genau. Ansonsten löst das hier das aus. Und das da auch. Ja. Warum blinkt das eigentlich rot und Dings hier? Das ist ja... Das klappt ja wieder super. Die hat aber nichts gesehen. Immer wenn die diesen gelben und den blauen Kreis haben, sind die nur harmlos. Wenn die diesen gelben und das rote Ding vorne dran haben, sind die nicht mehr so harmlos. Tag erfüllt. Ich war das auch keine so gute Idee. Vielleicht reißen wir das wieder ab. Ich weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass hier hinten noch eine Tür ran muss dann. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Eliminieren-Tag angeordnet. Wir geben sie einfach jetzt mal. Wir erledigen sie. Dann sind sie weg. Dann haben wir Ruhe. Ruhe haben wir dann. Das wäre so schön. Sieht aber jetzt dann doch eigentlich immer wieder. Es sieht immer wieder ganz gut aus. Immer noch ganz gut aus. So. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Und ich packe hier unten jetzt aber noch eine Gefrierkammer dran. Die müssen jetzt halt da so dämlich um die Ecke gehen, aber dann ist es halt so. Das meinetwegen auch noch so bauen. Der Raum befindet sich im Bau. Ich hätte auf jeden Fall halt gerne da eins. Und da eins. Und wir brauchen aber noch... Nein. Wir brauchen das da noch. Noch ein so ein Ding hier ranzubauen. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Auftrag, das Objekt so, zu bewegen, bestätigt. Das ist eigentlich ziemlich gut so, finde ich. Jetzt fehlt da noch die Tür. Wie sieht es hier unten aus? Was passiert hier? Sorgt für Unterstützung. Was meint die andere da? Überprüft eine Tür. Was haben die denn mit der Tür auf sich? Was haben die denn da für Probleme? Ach so. Man könnte ja natürlich auch einfach... Das ist ja sehr klug. Warum haben die denn Sicherheitsniveaus? Das macht natürlich auch Sinn, dass unser Hotel halt überhaupt nicht Besuch ist, weil die Leute nicht reinkommen und dann der Fall... Ja, ja, okay. Scheiße! Das hätte uns ja mal früher auffallen können. Was? Uns? Also mir. Ja, ja, ich bin wieder schuld. Ich weiß. Ich bin schuld. So, da hinten, das läuft eigentlich ganz gut, ne? Könnten wir jetzt eigentlich diesen Typen finden? Ich pack da nochmal 5 Techniker rein. Eliminieren-Tag angeordnet. Warnung, feindliche Personen in Basis entdeckt. Einen hat's aber erwischt anscheinend. Hier vorne. Hier vorne. Ich glaube, ich möchte da aber trotzdem irgendwie nochmal eine Kamera hinhaben. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Wieso?
Klar, es speichert jetzt, wo wir sehen könnten, ob es funktioniert. Ah, das sieht nicht so gut aus gerade. Klasse, ist wahrscheinlich passiert eine Millisekunde, nachdem ich gerade geguckt habe, wie es läuft. Ah, das ist doch ätzend. Eindringling wurde mit Eliminieren-Tag markiert. Wenn ich das richtig weiß, sind das halt Diebe. Das heißt, Eindringling von Überwachungsnetzwerk erfasst. Wenn die hier nicht... Sieht sich um. Wenn die was einpacken, dann im schlimmsten Fall kriegen wir das nicht wieder, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, ob die das dann wieder fallen lassen. Wir haben zwar nichts Bedeutendes gesehen, aber wir bekämpfen die trotzdem. Ist geil, wie jetzt einfach immer alle dann da runterrennen. So, und der hier soll verschwören. Na gut, es läuft ja gar nicht so schlecht, aber geil ist es halt nicht. Ich würde die Tür jetzt natürlich gerne noch da eins hochsetzen. Das ist natürlich alles nicht so praktisch. Vielleicht setze ich das einfach mal dahin oder so. Das Objekt wird in Kürze. Setz das mal dahin, dann können wir vielleicht die Tür. Was? Ihre Basis brennt. Was? Klasse. Man kann hier nicht mal... Warum habt ihr das gemacht? Ich finde das so geil, wie sie es einfach brennen lassen, wenn man dagegen nichts tun kann. Warum machen... Die arbeiten doch wohl definitiv nicht für mich. Warum sind die hier unten in der Bar? Zum Hauptquartier zurück. Ja, dann mach das mal. Ja, das ist natürlich ja mega geil. Ah, er kommt mit dem Feuerlöscher. Sehr gut. Ich hab ganz vergessen, dass man hier Dings hieß hat. Warum rennt er wieder weg? Da brennt noch was. Tut nichts Nützliches. Aber, hä? Hieß das nicht gerade noch, er arbeitet für mich? Oh, es ist einfach weg und der hier... ja. Das ist ja toll. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Ich glaube, die hassen einfach Spaß. Das Objekt wurde in Auftrag. Da brennt ja wieder was. Warum brennt hier noch immer noch was? Warum kann man hier keine Feuerlöscher bauen? Ich finde... Ich empfinde das gerade sehr als sehr tragisch. Warum? Hm. Okay, scheiße. Ah, da kommt einer wieder mit dem Feuerlöscher. Jetzt aber bitte. Oh, er könnte es reparieren anscheinend. Das ist schon mal gut. Vielleicht sollten wir hier unten... Okay, einfach mal zwei Feuerlöscher ran. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Ah, da ist schon wieder einer in der Basis. Was ist denn hier los? Ich brauche hier unten noch eine Kühlkammer. Ach ja, nur Probleme. So, ich würde sagen, bevor wir den nächsten Typen suchen und entführen und aber zugucken, wie hier alles zugrunde geht und die Leute hier, bitte könnt ihr mal, hallo...
Also das hier ist auch nicht der richtige Abstand. Das passt auf jeden Fall irgendwie nicht, alles nicht, also... Das ist alles nicht korrekt, was hier passiert. Nein, das ist alles nicht so, wie es soll. Naja, ich würde sagen, wir machen hier einfach mal eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Aufnahmesession dann wieder. Bis dahin, tüdelü!